So Leute, endlich geht's hier wieder weiter mit meinem Sly 4 Let's Play. Sorry nochmal, dass da jetzt so eine lange Pause war, das war auch gar nicht geplant. Aber jetzt geht's hier endlich wieder weiter. Wir waren zuletzt stehen geblieben hier im Mittelalter, auf der Suche nach weiteren Sly-Masken und Schätzen. Und ich bin jetzt mit Sir Gallif noch einmal in eine Mission reingegangen, und zwar da, wo man gegen diesen Robo-Drachen mit den drei Köpfen kämpfen musste. Weil hier habe ich nämlich damals, als ich das erste Mal hier war, eine Sly-Maske übersehen. Und ich frage mich auch schon wieder, wie man so blind sein kann wie ich, dass ich die nicht gesehen habe. Nämlich gleich hier drüben, noch bevor man überhaupt den Turm raufklettert, gleich hier auf der rechten Seite, hier unten, ist ein kleiner Vorsprung. Und da hüpft auch schon die Maske herum. Ich meine, wie kommt man denn auf sowas? Das sieht doch keiner. Voll dumm. So, meine Nummer 49. Also noch eine einzige Maske und dann können wir wieder ein neues Extra freischalten. Sonst ist hier aber nichts mehr gewesen. Das war nur wegen der einen Maske. Und das heißt, wir können auch wieder zurück zum Unterschlupf. So. Also, da sind wir jetzt wieder zurück. Aber, soweit ich weiß, und ich weiß halt nicht unbedingt viel bezüglich der Masken. Also, wir müssen über hier Skelett hier. Also, wie viel habe ich jetzt eigentlich? Okay, also es fehlen noch drei Masken. Wobei, wie gesagt, ja, die letzte wieder nur zu bekommen ist, wenn man alle Schätze gefunden hat. Das heißt, es gibt eigentlich nur mehr zwei reguläre Masken. Und das müssten jetzt eigentlich beide wieder in einem Auftrag zu finden sein, den ich schon mal gemacht habe. Und zwar, wenn ich mich da jetzt nicht vertan habe, müsste das knapper Vorrat sein. Oder, nee, warte mal. Doch. Ich glaube schon. Doch, es müsste knapper Vorrat sein. Wir müssen da nämlich nochmal in die Schmiede rein. Und was ich da so auf meiner schlauen Liste stehen habe, müssen wir Bomben werfen. Und das kann ja eigentlich nur, Bentley machen. Auch wenn der jetzt hier nicht steht, da steht zwar Sly Merlin, Sir Gallif geht nochmal in die örtlichen Läden, um hier einen veränderten Betrieb einzustellen. Aber das müsste, glaube ich, weil da sind nämlich genau zwei Masken da drin zu holen und das sind bestimmt die, die mir fehlen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da drin Masken gefunden hätte. Also machen wir jetzt nochmal den Auftrag knapper Vorrat. Das schneide ich aber jetzt wieder zusammen für euch, bis ich halt bei dem Schmied bin. Ne? Also wir sehen uns dann gleich wieder, ne? So, da bin ich wieder und ich habe vorher natürlich Blödsinn erzählt. Es ist doch der Auftrag, ein traumatisiertes Herz, weil man da ja mit Bentley in die Schmiede reingeht, um den Schwarzen Ritter zu verfolgen. Also vorher ist man draußen mit Sly und verfolgt den Schwarzen Ritter zur Schmiede. Und dann geht man ja mit Bentley hier rein und bewegt sich hier oben in diesem Dachstuhl fort. Da unten ist er auch, wir dürfen nicht gesehen werden. Und was ich gerade auch nicht wusste, und ich frage mich eh auch wieder, wie man darauf kommen soll, wenn man hier so hoch konzentriert in diese Richtung da will, dann ist nämlich genau hier. Also hier war vorhin so ein Lasernetz, das habe ich schon ausgemacht. Genau hier seht ihr, da hinten sieht man die Maske auch schon. Einfach hier eine Bombe dran werfen, explodieren lassen und man kann sich die Maske schnappen. Ist das dumm? Wer kommt auf sowas? Und Leute, wir haben endlich unsere 50. Sly-Maske. Es fehlen nur noch mehr 10 Stück und das bedeutet, unter den Extras gibt es wieder was Neues, Freischaltbares. Was? Ratchets Schlüssel? Ein großer Schraubenschlüssel unbekannter Herkunft eignet sich sehr gut zum Bolzen anziehen. Ratsch, aber noch besser zum Gegner verkloppen. Klank! Ey, wie geil ist das denn? Das ist ja mal der Hammer hier. Ratchets Schlüssel. Das heißt quasi, die Stabwaffe von Sly sieht dann aus wie der Omni-Schlüssel von Ratchet aus Ratchet und Clank. Das ist ja mal voll das mega geile Easter Egg. Bin natürlich nur gespannt, was dann das allerletzte sein wird, ob das nochmal Slys Waffe verändert und wie die dann aussieht. Aber das ist ja mal mega. Das heißt, das müssen wir uns dann unbedingt mal angucken, wenn ich dann wieder mal Sly bin. Das ist echt nicht schlecht. So, aber wie gesagt, es gibt hier sogar noch eine zweite Maske während dieses Auftrags. Allerdings erst nach der zweiten Computerkonsole, also erst wenn ich nochmal gehackt habe. Das wird wieder geschnitten, also bis gleich. So, und weiter geht's.
Das hier ist jetzt die zweite Computerkonsole gewesen, da musste man dieses Alter Ego Minispiel nochmal machen, dieses Hacker-Game. Und jetzt befindet sich die zweite Slime-Maske dieses Auftrags hier in diesem Verbindungstunnel oder Gang oder was auch immer das hier sein soll. Da soll man offenbar einfach auf die zwei Maschinen hier irgendwie drauf springen. Und dann halt irgendwo eine Bombe auf so eine Kiste werfen, die dann explodiert und dahinter ist dann die Maske. Ah, ich sehe sie schon, da drin ist sie. Ist das fies. So, warte mal. Nee, das ist jetzt nicht gut. Moment, zurück. Hätten wir das nochmal mit L1, oder? Ah, nee, süße. Okay, gut, die Explosion hat schon gereicht. So, hier oben war die Maske drauf. Wie kommt man auf sowas, wenn man in die Richtung muss und hier ist aber das Ding versteckt? So, manche Verstecken, muss ich schon zugeben, bei den Slime-Massen, die sind echt mega fies versteckt. So, aber jetzt sind wir hier endlich fertig, Leute. Das heißt, wir können wieder zurück zum Unterschlupf. Alles klar. Jetzt fehlt nur noch mal eine Maske und die bekomme ich ja erst über den Arcade-Automaten. Also sind wir hier mal fertig und das heißt, wir kümmern uns jetzt um die Schätze, die noch fehlen. Das müssten, glaube ich, noch ganze 5 Stück sein. Also nicht gerade wenig. So, Select, Status, so, Masken 10 von 11 und, ja genau, Schätze 7 von 12. Wir nehmen noch ganze 5 Stück, aber ich weiß zum Glück dank meiner Liste auch, wo die sind. Und die werde ich mir jetzt natürlich der Reihe nach schnappen. So. Ich war ja schon mit Sir Gelleth auch zuletzt unterwegs. Der hat sich schon Schätze geholt, die nur er bekommen kann wegen seines Katapultsprungs. Und den Rest muss, glaube ich, alles Sly erledigen. Vor allem, weil er ja als einziger auch noch Kostüme nutzen kann. Ja. Also ich glaube, warte mal. Was habe ich denn jetzt hier so stehen? Aha, okay, ja, ist schon klar. Das dann auch mit Sly. Irgendwelche Katapulte muss man dann noch nutzen, auch wieder. Man braucht halt für die meisten Schätze, die mir jetzt noch fehlen, immer das Bogenschützenkostüm. Aber das ist ja okay so. Ja, okay, gut, na dann geht Sly mal wieder raus an die frische Luft. Auch wenn er keinen Auftrag für mich hat. Ja, ich möchte wirklich fortfahren, fragen nicht so blöd. Raus jetzt! Okay, als erstes muss ich zum Zirkuszelt gehen, was sich ja da hinten befindet, aber es steht da halt, dass ich das... Bam! So, dass ich das Bogenschützenkostüm brauche und da muss man natürlich da oben erstmal auf diesen Turm wieder rauf. Aber vielleicht erstmal hier diese eine Wache erledigen, weil die stört. Da kann man noch schön die Taschen leer räumen, obwohl Geld brauche ich ja nicht mehr. Und seht euch das an! Wie geil, und wir klauen sogar... Wir klauen Bowls! Wie geil ist das denn bitte? Seht euch das an! Das sind Bowls und keine Münzen mehr. Das ist einfach Hammer. So, gib mal her das Ding. Platinausrüstung. Ey, das ist so geil! Das ist wirklich mal ein super geiles Easter Egg. Alter, wirklich voll der Omni-Schlüssel. Das ist super. Ich weiß jetzt nicht genau, aus welchem Ratchet & Clank das genau ist, dieses Modell. Es gibt ja, das sieht ja immer wieder verschieden aus, es gibt ja verschiedene Modelle davon und wir sammeln jetzt sogar die Währung mit geändert. Das ist geil. Das finde ich echt geil. Dass wir da einfach mal Bolts jetzt sammeln, solange wir halt das hier ausgerüstet haben. Das finde ich richtig super. Ich bin schon gespannt auf das letzte Extra, was das noch sein wird. Soll aber angeblich auch nochmal das Aussehen von Slys Waffe ändern, aber fragt sich nur, in was genau. Wenn wir dann hoffentlich noch herausfinden. So. So, jetzt kann man hier... Genau, hier ist jetzt das Bogenschützenkostüm zu benutzen. Hier oben. Schwuppdiwupp. So, interagieren und jetzt erstmal hier rüberschießen. Genau. Dann hier rüber. Und da sieht man den Schatz ja auch schon, ja? Aber man kommt halt wirklich nur von hier oben aus hin. Geht gar nicht anders. So, das heißt, wir können jetzt eigentlich hier wieder... Schwupps! Was soll denn das da unten überhaupt sein? Was ist das? Hä? Sieht aus wie so eine... Das sieht aus wie Nudelholz mit Stacheln.
Na super, was machst du denn damit für Nudeltag? Egal, ist er zum Glück gleich hier in der Nähe. Wenn ich jetzt hier keinen Blödsinn mache. So, wo geht's denn jetzt hier nochmal nach oben? Hier. So, schnell Sprungtuch, Schabadoing. So, das war eigentlich so ein Haufen Stroh. Und das ist ein... Ja, das ist Nudelholz. Ein stacheliges Nudelholz. Ganz schön brutal, also damit darfst du auch nicht mehr nein, so über die Rübe ziehen, weil den bringst du damit, glaube ich, sogar um. So, das hätten wir jetzt schon mal erledigt, das ging ganz schnell. Als nächstes habe ich hier stehen auf der rechten Seite der Zugbrücke, die zum Schloss führt. Da muss man irgendwie, da braucht man halt auch wieder das Kostüm, ja? Da braucht man auch wieder das Bogenschützenkostüm. Und da müssen wir dann auch wieder uns ein Seil spannen, um eine Plattform zu erreichen, wo dann der Schatz drauf ist. Also, ja, gucken wir erstmal, wo ist überhaupt das Schloss? Ist ja da hinten irgendwo? Ist eine Frage, welches ist damit gemeint? Gibt es ja viele Schlösser im Hintergrund, so den Typen, da könnte man auch beklauen. Ey, ich finde das so geil, dass sogar die Währung vom Spiel geändert wird. Hier, einfach mal Bowls klauen, das ist eine geile Abwechslung. Die Münzen kann ich eh schon nicht mehr sehen. So, und verpiss dich, Mann. So. Ich meine, hier oben kann man das Ding ja auch benutzen. Oder eigentlich ja sogar direkt hier. Ich frage mich nur, wozu das eigentlich hier gebraucht wird. Da kann man halt einfach eine Abkürzung machen, um gleich da drauf zu kommen. Hier, zack. Da kann man hier rüberlaufen. Oder ist das sogar hier? Ne, aber das ist doch hier keine Zugbrücke. Das ist eine normale Brücke. Hier oben bin ich doch, glaube ich, sogar schon mal gewesen. Zugbrücke ist das jetzt auch nicht wild. Das ist doch dort vorne irgendwo. Da muss ich nochmal genau lesen, ja? Also, weil sonst kennt sich ja hier keiner aus. Vor allem kenne ich mich da nicht aus. Interessant. Das steht aber auf der Zugbrücke nach rechts irgendwie. Ja, vor allem, das muss ja, das kann das hier nicht sein, ja? Da steht ja, das ist ja wie gesagt hier unten, das ist ja keine Zugbrücke, das ist ein ganz normaler Holzsteg. Wo zur Hölle war hier eine Zugbrücke? Das war da vorne irgendwo. Na, schauen wir halt. Wieder irgendwo da vorne wird das schon sein. Ja, hoffentlich schaffe ich das in dem Part jetzt auch gleich alle Schätze noch hier zu finden. Dann wären wir nämlich auch mit dem Mittelalter schon wieder fertig. Und da hätte ich auch nichts gegen. So. Ich klaue dir deine Bolts. Passt doch irgendwie besser in die Zeit wegen der ganzen Mechanik und so weiter. So, ein Smaragddrachen für 500. Wozu sammle ich überhaupt noch Geld, Leute? Wozu? Ich kann mir nichts mehr kaufen. Also es gibt schlichtweg nichts mehr. Es gibt nichts mehr zu kaufen. Ja? Ich habe das ganze Thiefnet leer gekauft. Es gibt schlichtweg nichts. Alle Extras und Upgrades habe ich alle schon erworben. Das ist jetzt so ungewohnt, das Slime mal mit einem Schraubenschlüssel zu sehen, mit diesem Omnischlüssel. Ja, ich werde das dann natürlich am Ende, fürs Finale werde ich das natürlich wieder umändern. Also wieder zurück auf den ganz normalen Cooper-Stab. Aber fürs Erste lasse ich es mal so, weil es einfach witzig aussieht. So, aber das da ist eigentlich auch keine Zugbrücke. Wo zur Hölle ist denn das jetzt überhaupt? Mann, wo soll denn das bitte sein? Ich fange gleich an zu schreien. Das kann es ja wohl nicht sein. Das ist total gemein. So, hier ist doch... Hier ist eine Zugbrücke. Oder zumindest war da mal eine. Oder soll eine sein. Oder ist jetzt hier irgendwie... Ah, tatsächlich. Seht mal, hier ist was für das Kostümchen. Dann kann es nur... Ja, ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn ja schon. Okay, hat sich erledigt. So... Okay, hat geklappt. Kann gar nicht sehen, dass ich irgendwo drauf geschossen habe. Ist hier eine Zielscheibe oder hängt das einfach... Das hängt ja in der Mauer fest, der Pfeil. Und irgendwie so... Ja, ist ja egal. So. Das sieht aus wie eine fette Geldbörse voller Goldmünzen und Edelsteine. So, und ich habe... 50 Sekunden Zeit, also das ist relativ großzügig. Ist ja auch weit weg. Gut. Ich habe mal wenigstens mal den Ort gefunden, wo das überhaupt ist. Das ist ein bisschen weiter weg vom Versteck, aber macht ja nichts. So, und dann fehlen immer noch drei weitere Schätze. Ey, das ist so... Hinterher ärgert man sich halt immer, was man alles beim ersten Mal übersehen hat, auch was die Masken anbelangt. Aber ihr dürft nicht vergessen, es ist immer noch ein Blind Let's Play. Ich spiele das Spiel immer noch zum ersten Mal. Und deswegen, da kann ich einfach nicht wissen, wo alle Schätze sind. Das geht einfach nicht. Wie soll das gehen? So, und er bringt ihn sicher nach Hause, den Schatz. Ein Geldbeutel. Nobel, nobel. So, wieder zusammen hinzugefügt. Und, ja. So, der nächste Schatz.
Aha. Aha. Interessant. Okay, also nochmal dorthin, nur auf die linke Seite. Da soll es auch mal noch einen Korb geben mit Pfeilen drin für das Kostüm. Also nochmal zur Zugbrücke, meine ich. Nochmal zurück zum Schloss. Meinetwegen. Aber das stimmt das jetzt auch nicht, dass der Verfasser dieses Guides Blödsinn geschrieben hat, aber das kann es ja auch nicht sein. Da muss doch überprüft werden, ja. Da wird sich doch Leute würden sich gerade auch beschweren, so komm, jetzt machen wir doch nochmal hier so. Ich würde sogar, dass wir den Bolz rausziehen aus der Tasche. So. Vor allem, wenn wir uns zurückerinnern, Ratchet und Clank für die PS4. Das neue Spiel eben. Habe ich ja auch Let's Played und da. Steht direkt hier. Genial, da drüben und hier. Ne? Okay, also dann schießen wir mal da drüben hin. Da gab es ja auch die Möglichkeit, wenn man genügend... Was müssen wir dann nochmal sammeln? Ach ja, Goldbolts. Na klar, damit genug Goldbolts sammeln, konnte man auch die Währung vom Spiel ändern. Das fand ich auch toll. So. Gut, damit wird die Frage geklärt, wo sich der Schatz verbirgt. Wieder hinter so einer Eiswand, die einfach zerbricht, weil man das Kostüm hat. Und das sieht aus wie ein Buch. Bin gespannt, was da drin steht. So, jetzt müssen wir natürlich ganz schnell das wieder zurückbringen. So, 60 Sekunden sogar Zeit. Okay, dann machen wir hier so, schwupps. Ganz schnell über das Seil wieder zurücklaufen. Rennen, rennen, rennen. Und dann bloß nicht stehen bleiben. Und am besten auch nicht von der Wache erwischen lassen. Wenn die mich treffen, dann ist ja der Scherz wieder verloren. Dann sind wir so scheiße, dass wir alles nochmal machen müssen. Das geht nicht. Das war ja leider schon ein paar Mal passiert. Hat mich dann irgend so ein Arsch, muss ich schon sagen, hat mich dann abgeknallt und dann ist der Schatz kaputt gegangen und dann kann sie den ganzen Scheiß normal machen. Das geht einfach nicht. Seht ihr deswegen... Warum muss der Penner jetzt gerade hier langlaufen? Warum? Wieso? Weshalb? Das ist total unverständlich. Aber es geht sich aus, weil wir haben ja reichlich Zeit hier. Da waren sie großzügig mit der Zeit. Und geschafft. Was ist das? Ein Bogenschützenhandbuch. Na ja, gut, ein Bogenschützen müssen ja auch mal üben. Das will gelernt sein. So, zwei Schätze noch, Leute. Zwei Schätze noch. Oder noch einer? Moment mal, habe ich mich jetzt verzählt? Warte mal, Status? Nee, doch noch zwei. Moment mal. Habe ich jetzt auf der Liste hier noch was anderes, wo stehen? Nee. Hä? Eigenartig. Moment mal. Ach so. Okay, warte, ich hab da vorhin was überlesen gehabt. Okay, Moment mal. Ich muss in ein Katapult springen, östlich vom Schuhmacher-Gebäude. Um ein Schiff zu erreichen an den Docks. Ich glaube, ich weiß schon, was das wird das da hinten sein. Wo ich mich zuletzt gefragt habe, ob ich da nicht mit Sir Gallif irgendwie hinkomme, aber das ging gar nicht. Dann wird das wohl so sein. Okay, kurz Karte checken. Wo war nochmal der Schuhmacher? Warte mal, das ist der Schmied. Das da hinten könnte das sein. Oder nee, das sieht eher aus wie die Bäckerei. Nee, warte mal, wo ist denn der Schuh? Ach, der Schuhmacher ist ja da drüben, da sind wir denn, die Stiefel. Genau. Okay, na dann ist das eh gleich da drüben. Und ich habe übrigens jetzt auch schon gesehen, weil ich ja einen Auftrag wiederholen musste und ich habe da zwar dann eh die Filmsequenzen übersprungen, aber ich habe es gut sehen können, wie das Ultimate-Kostüm von Carmelita aussieht. Die sieht einfach aus wie so ein richtiger Cop halt, so eine Lederjacke mit so einer Polizeimarke obendrauf, mit so einer Dienstmarke. Sieht auch richtig schick aus, ganz in schwarz. Oder was ist eher so ein dunkles Blau, weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist ziemlich dunkel halt gehalten und sieht auch nicht schlecht aus, aber ich glaube im Standard-Outfit kennen wir sie ja doch besser. So, wo zur Hölle ist jetzt der Achso, es ist eh gleich hier. Okay, dann muss da vorne gleich das Katapult sein. Aber hier ist doch nur so ein Turm.
soll denn hier ein Katapult sein? Wache erledigt? Oder ist das doch für mich hier? Nee, das ist doch für... Das war doch für Sir Gelleth. Na doch, warte mal. Also ein bisschen kann ich aber selber auch. Ein bisschen kann ich ja selber auch hier hochspringen. Aber nee, das geht dann doch nicht. Nee, dann ist das gar nicht. Was steht denn da jetzt nochmal? Mann, wo ist das? Ach so, östlich davon. Okay, sorry, Moment. Wo ist jetzt Norden auf der Karte? Was mit der... Das... Nee, dann genau anders. Also da. Wo ist hier bitte ein Katapult? Wollen die mich verarschen? So, hier! Okay, gefunden. Juhu. So, ich bin auf dem Schiff, Leute. Ich bin auf dem Schiff. Und irgendwo hier muss jetzt ein Schatz sein. Aber wo? Wo ist der Schatz? Hä? Was ist das da hinten? Nee, da komme ich ja gar nicht hin. Komme ich ja gar nicht hin. Achso, nee, doch, warte mal. Hier, hahaha. Hier ist was fürs Bogenschützenkostüm. Dann ist das doch dort hinten. So, Moment, hier ist diese eine blöde Wache. Ja, streck dich nur hier. Du streck dich und verreck dich hier. Tschüss, Mann. Komm bloß nie wieder. So. Also. Doch wieder für das Kostüm. Natürlich für das Bogenschützenkostüm, so, richtiges Kostüm auswählen und interagieren und jetzt muss ich da drüben irgendwo hinschießen. Aha, ich sehe schon, hier an diesen Holzpfeiler oder was irgendwie das sein soll, so, Seil ist gespannt, rüberlaufen. Jawoll, was soll das denn? Das sieht aus wie eine Flasche Zaubertrank oder sowas. Na okay, so. Gut, 60 Sekunden mit der Zeit und lauf, Sly. Lauf. Schnell. So, wie komme ich jetzt eigentlich von dem Schiff runter? Ach, am besten einfach so, ne? Weil sowieso hier den Weg. Ey, wie, wenn mich jetzt einer von diesen Pennern erwischt. Hier zum Beispiel, der Typ da. Der muss nicht mal unbedingt aus dem Weg geräumt werden. Nö, den kann man auch brutal ignorieren. So. Na, komm schon. Sly, schneller. Wow. Oh. Scheiße. Nein. Wow. Alter. Scheiß die Wand an. Was ist denn hier los? So, ich dachte schon, ich falle in den Fluss. Das ist nämlich auch versaut. Nee, aber first try und clear. Geschafft. So, was ist das? Ja, Zaubertrank, sag ich doch. Zaubertrank. So, Leute. Und ein letzter Schatz fehlt jetzt noch. Das ist offenbar ein goldener Pfeil. Steht zumindest hier auf der Liste so drauf. Ist auch der wertvollste Schatz hier in diesem Zeitalter hier. So. Ach du Scheiße. Okay, das ist jetzt ein bisschen sehr kompliziert. Ah ne, ich glaube... Ah, ich weiß ja schon. Ja. Das ist da, wo ich das Diebeskostüm brauche. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo das war. Tja, wo war das wohl? Dann muss ich jetzt nochmal suchen gehen. Wo war nochmal was für das Stilskostüm? Ich weiß, das war irgendwo rechts drüben, wo wir mal hin mussten mit Sir Gelleth oder nee, auch mit... Nee, doch, ich glaube mit ihm sogar. Das war doch hier drüben. Das war da hinten. Ja, ich sehe schon wieder. Das war da drüben. Genau, das war hier. Oh Mann, musst du jetzt hier gerade angeschissen kommen? Das ist jedes Mal dasselbe. Du hast es ehrlich, willst du eigentlich weitergenutzt kommen? Die machen, ja, bleib auch noch stehen. Zieh den Part noch in die Länge, du Sack. Ich meine, das ist eh zusammengeschnitten für euch, aber trotzdem will ich dadurch trotzdem keine Überlänge haben. So, weg ist er. So, das ist genau, das ist nämlich genau hier. Nur wo ist der Arschloch? Habe ich jetzt nicht gesehen. Der Mini-Drachen hier, Mini-Robot-Drachen. Wo ist denn der Schalter für das Kostüm? Da muss man sich doch irgendwo draufsetzen können. Warte mal. Wo war denn das? Könnte hier was sein? Ist hier drüben? Nee, hier kommen wir gar nicht rüber. Das Bogenschützenkostüm ist hier nix. Das ist so ein Katapult um drauf, aber das bringt ja gar nichts. Was ist denn hier? Wo ist der Schalter zum... Ist das unter der Brücke vielleicht versteckt? Warte mal. Mal kurz gucken. Nee, da ist...
Nee, ist nur der Schatten von dem Holz. Nee. Warte mal, was steht denn da jetzt hier genau? Also da steht, von dem Startpunkt dieses einen Auftrags aus, runter auf die Straße nach Norden über die Brücke zum Gebiet mit der Höhle. Das ist ja hier. Ach so. Da steht zum großen Baum gehen. Das ist ja eigentlich hier. Das ist ja der einzige. Und dann das... Ach so. Da braucht man irgendwie das... Was seht ihr hier? Das war ja nur für Sir Galeth hier, aber hier braucht man das Säbelzahntiger-Kostüm. Achso, ja, das sieht man ja auch hier, ne? Hier. Säbelzahntiger-Kostüm wird benötigt. Okay. Das soll ich jetzt mal dann auskennen. Aber wo genau brauche ich das? Warte mal, das... Oder brauche ich das für hier drunter? Kann ich da rüberspringen irgendwie? Tatsächlich. Und hier ist der Schalter. So, jetzt habe ich nur Schiss, wenn ich... Warte mal. Wenn ich hier wieder... Ne, das geht nämlich nicht. Ne, da müsste mich das Katapult aber wieder zurückbringen, oder? Denke ich mal. Ja, 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 doch. Und natürlich vorher die Zeit verlangsamen. Ist eh klar. So, mal schön hier. Diebeskostüm. Dann hier drauf. So, Tor ist offen. Zeit verlangsamen. Katapult, wuhu! So, und geschafft. Und es ist tatsächlich ein goldener Pfeil. Hübsch verziert. So, gut, den bringen wir jetzt natürlich auch noch innerhalb von 30 Sekunden. Natürlich, in den Unterschlupf. Gut, er ist eh gleich hier vorne. Und Leute, dann haben wir es geschafft. Dann habe ich alle Schätze. Da muss ich mir nur noch mehr die Maske besorgen, die letzte, die 11. Hoffentlich klappt es. So, und kein Problem, genug Zeit. Alright, super, goldener Pfeil. 401. Komischer Betrag, aber Leute, wir haben es geschafft. So, hier, Status. Schätze, 12 von 12, Masken 10 von 11. Eine fehlt noch. Vielleicht kann ich das in dem Part auch noch hinten dran hängen, kriegt er wieder Überlänge, aber drauf geschissen. Obwohl, ob das so gut ist, naja, hier, du hast alle Schätze der Episode gesammelt, Murray hat deine Arcade-Automat reparieren, möchtest du jetzt zu Team gehen, naja, wir können mal da hingehen. Das ist, offenbar wieder mal... super alter Ego, das wird ja immer schlimmer. Alles klar. Nee, oder wisst ihr was, ich mache jetzt doch mal Schluss, ich weiß nicht, wie lange der Part jetzt wirklich ist, trotz des Zusammenschneidens. Dann machen wir einfach den Anfang, machen wir mit dem und dann bin ich mit dem Mittelalter auch fertig und dann fehlt nur noch mehr das alte Arabien, bevor es hier zu lang wird. Also, danke fürs Zusehen und wie gesagt, sorry, dass so lange kein Part kam, jetzt möchte ich das Spiel aber wirklich mal beenden. Also, noch eine längere Unterbrechung soll es jetzt wirklich nicht mehr geben, dann werde ich mich schon darum kümmern, dass ich jetzt brav noch einen Vorrat aufnehme, dass ich dann mit dem Spiel auch endlich mal durch bin. Dann ist das Projekt auch endlich mal fertig abgeschlossen. Also, wir sehen uns im nächsten Part dann wieder hier beim Arcade-Automaten mit Super Alter Ego. Also, bis zum nächsten Mal bei Sly 4. Tschüss!